ist ja auch eine große Herausforderung, dreimal 90 Minuten hintereinander zu machen. Es müssen die Bücher vorher fertig sein, es muss natürlich dann die Locations abgenommen werden, es muss besetzt werden. Das sind alles Dinge, die natürlich in einer Herausforderung für die Produktion und vor allem auch für die Regie ist, weil der Regisseur muss sich vorbereiten, er muss sich auf die einzelnen Drehtage vorbereiten. Wir drehen ja seit April, jetzt ist Mitte August, also es sind 5 Monate, und sich dann jeden Tag auf versuchen, 100% zu bringen, das ist natürlich eine anstrengende Sache. Oh Gott! Alles in Ordnung? Ja! Danke, du Fleckmassens, hab ich Blick auf! Wer ist er? Wer ist er? Das habe ich nicht verstanden. Wie war das? Das? Der Fahrzeug gemeint, es ist nicht gut für den Helge, wenn er ihm jetzt von hinten eine Breitseite Nebel praktisch über die Kamera drüber bläst, sondern dass wir lieber seitlich kommen, der Nebel dann so rüber geht. Das ist mir doch egal, ob es von Helge gut ist, wenn es das Bild gut ist. Ja. Also was mir an Helge gut gefällt, ist seine künstlerische Art. Er hat einen ganz schönen, speziellen, ästhetischen Sinn für die Bildgestaltung. Wir liegen da auch oft auseinander, aber das gehört, glaube ich, dazu bei der Findung der besten Lösung, dass sich da zwei Partner einfach um die Sache kämpfen und die beste Lösung finden. Rücken zurück und sie ist weg. Ja, auch noch ein Gegenschuss auf sie, noch was. Willst du sie ankommen sehen? Die Ruth? Mhm. Die letzten Meter? Ja, ne? Die Kamera ist sicherlich nach Regie ein wichtiges Stilmittel, weil die Kamera muss alles einfangen, die Kamera muss die Schauspieler einfangen, die muss die Ausstattung einfangen, die muss die Motive einfangen. Wenn der Kameramann das alles nicht einfängt, dann habe ich es nicht am Bildschirm und kann es dementsprechend nicht transportieren. Er kann Spannung miterzeugen. Geschwindigkeit miterzeugen. Also es ist wirklich sicherlich neben den Darstellern das wichtigste Stilelement. Und Donner? Bei 86, 12, 2 Pickup, kommt der Haken, wo er wenig Schluss hat. Ja. Gibt noch Max Gibbs, Max der Steiger. Und bitte. Sie sind verbunden in einem asiatischen Kampfsportclub. Sie müssen doch eigentlich wissen, wie man jenen Pedantiken Genick bricht. Sie reden nur Schwachsinn. Gehört er Ihnen? Ja, das meine aber ja, haben Sie denn? Das ist doch jetzt vollkommen ohne Belang. Also morgens freue ich mich, wenn ich ans Set komme, dass es eine Herausforderung ist, dass ich mir sage, okay, wie komme ich das so hin, was ich mir zu Hause überlegt habe? Ich freue mich auf Szenen, die gelingen und die so einen Witz in sich haben. Ich freue mich darauf, dass man auch hier auf neue Momente stößt, die reizvoll und lustig sind. Wenn wir so alle in einem Boot sitzen und es regnet, und wir stehen da alle am Catering und haben eine ganze Menge vor noch an dem Tag und keiner kann so genau sagen, wie das ablaufen soll. Aber dann bitte die Wanne nicht lackieren. Hau ab jetzt doch. Das sind jetzt Intimgespräche. Hau ab jetzt mit deiner Ding da. Das ist doch super.